So, Freunde, ich denke, es ist soweit. Wir können mit der Auslosung starten. Ich hoffe mal, alle sind wie angekündigt eingetroffen. Ihr habt mich jetzt auch ein bisschen kalt erwischt, dass ihr jetzt alle so urplötzlich da seid. Aber gut. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Ihr seht, das Rad ist schon scharf gestellt. Und wir fangen an, die erste Runde zu drehen. Juri, kein Problem. Was ich dazu sagen muss, der Flo ist im Moment nicht da. Nein, ich bin dieses Mal nicht dabei, dadurch, dass wir 6 Teilnehmer sind. Spiele ich heute nicht mit, nein. Weil sonst wäre das ganze System kaputt gegangen. Hallo Paterato. Ich grüße dir. So. Wir beginnen zu drehen. Der erste Spieler ist Alex. Ja, du schon wieder. Du bist unser Opener hier. Gegen. Christian. Dann würde ich die beiden bitten, ich paste mal eben rein die Daten von dem Raum, dass die beiden sich am besten schon mal auf den Weg begeben. Ausgesetzt, ich habe die Arena gleich gestellt. So. Oh, Bruder. Ja, es wird am Anfang schon direkt spannend. Ich hoffe mal, in dem Miniaturfenster, was ich da gerade habe, kann ich das richtig erkennen. Wie jetzt nochmal der Raumname wirklich ist. So. Okay, Alex weiß schon von sich aus Bescheid. Das ist natürlich auch wunderbar. So. Die Daten. Da würde ich auch jetzt Christian bitten, reinzukommen. Und so lange drehen wir weiter am Rad. So, Runde 2. Willkommen zurück. Okay, Runde 2 haben wir jetzt Flo gedreht. Das setzen wir allerdings ans Ende, weil Flo selber noch nicht da ist. Das heißt, dieses Match wird erst in Runde 3 stattfinden. Und gegen Flo spielt in Runde 3 Burak. Okay, und die verbleibenden beiden Pets. Und Juri spielen dann in der zweiten Runde. So, der Hinweis nochmal an alle. Dadurch, dass wir heute nur 6 Teilnehmer sind,
wird es eine Second Chance geben. Deswegen sage ich an die Leute, die in Runde 1 verlieren werden. Bleibt da, es gibt noch eine Chance für euch. Gut. Dann schalten wir jetzt gleich mal rüber. So. Dann wäre... Zurück, so. Dann haben wir hier schon mal das Bracket. Und wir schalten gleich rüber ins Match. Die beiden Teilnehmer können schon mal in die Arena gehen. Bitte noch nicht nach... Wer noch nicht dran ist, bitte noch nicht in die Arena joinen, sonst gibt es nachher Lags. Das wäre unschön. Dankeschön, Dankeschön. So, weil wir haben in Runde 1 The Free Jesser. Gegen Christian. Gut. Beiden steht es 0 zu 0 und die beiden können anfangen. Ich schalte noch eben rüber. Und wir sehen Marv gegen Bowser. Okay. Runde 1, Freunde. Okay, und wir fangen direkt an mit dem SD, die Chrysler, aber mit dem Homie-Stock von Alex. Wir fangen direkt mit dem Respekt an, noch bevor ich mich wirklich vorbereiten konnte. Aber nun gut, Respekt hier auf beiden Seiten. Wir sehen hier gutes Spacing von Alex, aber die Antwort von Christian mit dem Abi aus dem Schild. Aber Christian kommt aktuell noch nicht wirklich durch die Verteidigung von Alex. Jetzt down air into up B von Alex, allerdings noch nicht der Kill, aber schön den Side Smash gespaced, um hier den ersten echten Kill zu landen. Der erste Kill, der nicht der SD ist. Frage an den Chat, weil ich es gerade nicht mitbekomme. Die Ingame-Musik hört ihr vernünftig, oder? Das ist nur die Frage eben. So lange zurück zum Match. Wir versuchen hier, wir sehen hier, wie Christian versucht, ins Match zurückzukommen. Allerdings an dem guten Spacing von Alex noch mehr oder weniger scheitert. Ist okay, alles klar, wunderbar. Danke an den Chat. Dann läuft alles wie geplant. Und wir sehen Alex, wie er kurz vor dem Sieg steht. Frage ist, hier ist nochmal ein Comeback drin, weil Christian hier den Stock nochmal holt. Jetzt darf nur kein SD kommen, Christian, halt dich zurück. Jetzt die Offstage-Situation. Und wieder das gute Spacing an der Ledge von Alex. Das war der erste Punkt für Alex. Dann würde ich den Christian bitten, die nächste Stage auszusuchen. Christian, schreib bitte die nächste Stage in den Chat, dass ihr das beide einstellen könnt.
Christian, wenn du die Stage gerade aussuchst, die Stage musst du Alex auch mitteilen, weil er die auch einstellen muss. Sonst ist nicht garantiert, dass wir auf der Stage gleich spielen. Boah, jetzt Christian hört uns gerade. Vielleicht hat er den Stream ausgemacht. Schreiben wir ihn mal rein. Okay, ja, das ist auch eine Idee. Alex, dann machen wir das so. Jetzt sollte die Stage kommen, die sich Christian ausgesucht hat. Wir sehen erstmal keinen Charakter... Ah doch, wir sehen einen Character-Change. Alex ist auf King K. Rool gewechselt. Mal gucken, ob er mit dem genauso erfolgreich ist wie mit Marv. Und wir sehen Battlefield. Jetzt der Kampf der Heavyweights. Mal gucken, wie Christian hier durch das Zoning von Alex durchkommt. Findet bisher noch keine wirkliche Antwort. Hier der Grab von Alex mit der Kanonenkugel und der Krone hinterher. Und hier fängt sich Christian den nächsten Smash, der aufgeladene Up-Smash, wieder zum Spacing. Aber diesmal hat es Christian gesehen und hat es abgeblockt. Jetzt wieder im Nutel. Die Kanonenkugel und die Krone von Alex. Und Christian nicht wirklich mit einer Antwort im Moment. Jetzt der Meteor-Versuch wird abgewehrt von Christian. Und mit dem Up-Smash nachgesetzt. Schön den ersten Stock geholt. Jetzt Christian in Führung. Aber vielleicht direkt die Antwort von Alex mit dem Forward Air und der Krone. Aber noch nicht der Finisher. Noch nicht der Finisher. Tag. Jetzt kann Christian seine Führung ein wenig ausbauen. 30% ohne unbeantwortet von Alex. Der Smash geht auf das Schild und ein schöner Konter von Christian hier. Jetzt wieder in der Offstage-Situation. Die Jab-Kombo reicht noch nicht zum Kill. Und Christian baut seine Führung hier weiter aus. Neutral Air von Alex, wieder Christian auf Stage, aber noch nicht mit Kill. Jetzt vielleicht Down Throw into Down Smash reicht. Und Alex arbeitet sich den Stock zurück. Jetzt muss er nur gucken, dass er die Prozente wieder aufgeholt bekommt, was er aber gerade schön macht. Kanonenkugel, Dash Attack, alles sitzt. Down Air von Christian, Forward Air von Christian. Jetzt die Offstage-Situation wie Trap Down the Ledge. Nicht besonders gut. Fängt sich den Throw von Alex. Jetzt wiederum Christian in der Offstage-Situation. Kann sich aber aus dem Downthrow rechtzeitig befreien. Und jetzt haben wir wieder Gleichstand. Und der gemisste Upbeat von Christian. Das kostet ihn den Stock, den er jetzt schnellstmöglich versucht wieder aufzuholen, und das tut er mit einer schönen Forward Air auf Stage. Jetzt wieder Gleichstand. Christian muss gewinnen, um hier im Geschäft zu bleiben, sonst hat Alex bereits das Viertelfinale gewonnen. Sollte Christian gewinnen, gibt es hier noch eine Runde 3. Aber hier ist noch lange nichts entschieden. Beiden liegen gerade mal 10% auseinander. Jetzt Alex mit der leichten Führung, aber offstage. Vielleicht versucht Christian mit der Offstage-Aktion, aber nein. Er bleibt hier lieber safe. Kassiert aber den Upsmash von Alex dafür. Jetzt ist er in den gefährlichen Prozent. Abtilt von Alex reicht noch nicht ganz. Aber der Side Smash wird es regeln. Damit hat Alex das Viertelfinale gewonnen. Und rückt damit ins Halbfinale vor. Auch nochmal die Meldung an Christian. Bitte noch nicht verschwinden. Es gibt noch eine Second Chance heute.
Das heißt, du hast durchaus die Möglichkeit, im Finale an Alex Rache zu nehmen. Gut. Gut, danach, nach diesem Match sieht das Bracket dann folgendermaßen aus. Ich würde die beiden Teilnehmer bitten, einmal aus dem Raum zu gehen. Vielen Dank. Und als nächstes erwarte ich Pat und Juri in der Arena. Ich poste nochmal die Daten hinein, damit ihr euch auf den Weg machen könnt. Und auch nochmal der Hinweis, bitte von Anfang an Final Destination einstellen, damit die Stage auch wirklich kommt. Okay. Dann schalten wir einmal hinüber und ich stelle noch das Scoreboard ein. Noch nicht beginnen bitte, noch nicht beginnen. Bekommt die Second Chance. Alle drei, die rausfliegen, kriegen die Second Chance. Ich sag da nochmal an, was genau passieren wird. Wenn nicht, ist nicht schlimm, Juri. Wir haben hier vor allem Leute, die sowieso nicht so oft Turnier spielen. Wenn da mal was daneben geht, ist dir, reißt dir keiner den Kopf ab. Also alles gut. Außer Alex vielleicht, aber der reißt auch jedem den Kopf ab. Okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit. Ihr könnt beginnen. Und wir sehen hier Samus gegen Terry. Terry, auch einer der etwas komplizierteren Charakter, wundert mich ehrlich gesagt, dass wir den heute sehen. Aber mal sehen, wie Juri hier überzeugen wird. Erstmal ein guter Start, 50% zu Anfang direkt. Das sieht vielversprechend auch aus, wenn er hier den Down-Air von Pat kassiert. Allerdings kein Meet hier und Juri baut hier weiter seinen Vorsprung überzeugend aus. Jetzt 92% gegen 26%. Pat hier schon in Killrage und in der Bedouille. Der Down Tilt, Down Smash. Ich kenne mich mit Terry tatsächlich nicht genug aus, um das zu erkennen. Aber was ich erkenne, ist, dass Juri hier überzeugt und den Kill Move überzeugend anbringt. Jetzt dramatische Führung für Juri. Mal sehen, wie Pat hier antwortet. Aber weiterhin Juri mit dem Druck jetzt schon bei 41%. Ein wahnsinniger Damage Output hier von Juri. Positioniert sich hier auch immer schlau, um nicht weder den Fernkampfattacken von Samus noch der Dash Attack großartig gefährlich zu werden. Jetzt Pat bei 99, jetzt 109%. Der nächste Kill-Move, der nächste Kill. Und Juri hier mit zwei Stocks vorne. Das sieht nach einer eindeutigen Sache aus. Wenn Pat jetzt nicht noch den Einfall hat. Down Smash hier von Pat. Jetzt die Super-Rakete. Jetzt muss er aber auch aufpassen, weil Juri jetzt den Go-Modus hat. Das heißt, Terry bekommt weitere Angriffe, die er nutzen kann. Hier zum Beispiel der Buster Wolf. Aber schön ausgewichen von Pat.
Down Smash von Pat. Jetzt vielleicht die Möglichkeit zum Spike. Schön gesetzt. Und vielleicht hier doch nochmal die Möglichkeit zurückzukommen. Pat zumindest nicht mehr ganz so planlos, wie er angefangen hat. Wir machen den Teilnehmern offenbar die Lags auch ein wenig zu schaffen im Moment. Jetzt Pat in Killrange für Yuri. Muss er aufpassen, dass er nicht den Busterwolf oder den Upsmash fängt. Der Dash Attack von Yuri, Offstage-Situation für ihn. Aber er kommt noch nicht ganz mit dem Killmove durch. Jetzt vielleicht der Dash Attack reicht nicht ganz. Ah, hier will Yuri offenbar nichts überstürzen. Bringt Pat auf gute 180% und der Killmove sitzt. Das ist der erste Punkt für Yuri. Und von Pat brauche ich einmal die zweite Stage. Ja, sehr nice Terry. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Der Lag war nicht spürbar, dann war das nur auf meiner Seite offenbar, sodass der ein wenig sichtbar war. Aber das kann schon mal sein, der Viewer-Modus ist etwas geringer priorisiert als die Spieler selber, was ja durchaus Sinn macht. Pat, wir brauchen noch die nächste Stage von dir. Du darfst, genau, es gibt kein Banning. Es gibt kein Banning, du darfst aus den 5 Stages, die ich im Discord geschrieben habe, ich kann auch gerne nochmal vorlesen, darfst du dir eine frei aussuchen. Battlefield, Final Destination, Lilith Cruise, Pokémon Stadium 2 oder Smashville. Wie gesagt, du musst das auch in den Chat schreiben, damit Yuri das auch einstellen kann, weil sonst nicht garantiert ist, dass diese Stage auch kommt. Pokémon Stadium, okay. Wichtig dabei, Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 1 ist nicht erlaubt. Das ist ein bisschen weiter unten. Wenn die beiden Teilnehmer dann die Stage ausgesucht haben. Ja, genau. Also ja, genau. Ohne Stage-Hazards bitte. Aber das ist, meine ich, sowieso durch die Arena, die ich gemacht habe, festgelegt. Das heißt, Pokémon Stadium 2 einfach aussuchen und dann zurück in den Ring. Das ist gerade die Stage. Ich kann selber mal eben bei mir gucken, wo die genau nochmal war. Die Stage befindet sich hier. Da ist die Stage. Kein Ding, kein Ding. Dann könnt ihr anfangen. Bereit? Gut, also die Charaktere sind dieselben geblieben und wir sehen jetzt das erste Mal in diesem Turnier Pokémon Stadium 2. Mal sehen, ob Pat hier die besseren Antworten findet, als in der ersten Runde. Versucht hier mit Attacken mit großer Hitbox, die disjointed sind, Yuri rauszuhalten und das scheint Wirkung zu zeigen. Ja, hier geschickte Rolle für den Side Smash.
besser, wenn du im Kampf drin bist. Nein. Nein, nein. Weil dann fängt das große Gelegger an und das möchte ich gerne verhindern, Burak. Das ist schon in Ordnung, so wie wir das hier handeln. Wenn die beiden, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass die Zuschauer rausfliegen, dann müssen wir das Ganze im Anonymous-Modus durchziehen. Aber das ist beispielsweise beim letzten Mal nicht einmal vorgekommen, deswegen habe ich da keine Angst, dass es da zu Abbrüchen kommt. Und wenn doch, müssen wir halt damit leben. Ja, aber nicht im Stream. Nicht im Stream, Alex. So, was haben wir hier? Pat hat sich einen kleinen Vorsprung hier erarbeitet, den er jetzt schön ausbaut. Aber Yugi mit der Antwort. Und hier der Parry, aber nicht weiter beantwortet von Yuri. Das heißt, Pat hat seinen Vorsprung wieder zurückgeholt, allerdings nur minimal. Die beiden trennen sich gerade mal durch 20% aktuell. Hier der Downsmash von Pat. Aber die Offset-Situation nicht wirklich weiterverarbeitet. Jetzt der Ausgleich von Yuri. Master Wolf. Allerdings nicht der Kill. Und der Smash reicht, um Pat hier einen weiteren Stock abzuziehen. Yuri jetzt wieder im Vorteil. Und Pat muss nach Möglichkeit hier den Stock schnell abziehen, auch wenn er sich hier gerade die Combo von Yuri frisst. Aber um hier in der Runde stehen zu bleiben, muss er jetzt wirklich den Kill setzen. Yuri jetzt aggressiv mit seinen Go-Möglichkeiten, um den Stock hier schnell abzuziehen und ins Halbfinale einzuziehen. Und genau das passiert. Somit zieht Yuri in das Halbfinale ein. Aber auch Pat hat natürlich später die Möglichkeit zurückzukommen durch die Second Chance. Das heißt, Pat, bitte nicht fliehen. Auch du kannst Rache an Yuri nehmen. Und könnt ihr eine Runde vorziehen? Nun, Flo, leider ist das die letzte Runde gewesen, die vor deiner Runde gelaufen ist. Das heißt, du musst jetzt leider rein. Meinst du, du kriegst es. Wir kriegen das trotzdem hin? Oder ist noch nie abzusehen, wie lange diese Probleme anhalten? 2 Minuten, okay, so lange poste ich nochmal die Daten rein und zeige euch mal, wie das Bracket aktuell aussieht. kein Ding. Ja, ansonsten muss ich für Flo einspringen, anders geht das leider nicht. So, das sind die Daten für Flo und Burak. Flo, halt uns am besten auf dem aktuellsten Stand, damit wir hier reagieren können, falls es nicht funktionieren sollte. Hast dich noch nicht warm gespielt? Ja, ich glaube, das haben die wenigsten aktuell. Wir sind ja auch deutlich früher gestartet, als wir wollten. Der Stream hat ja offiziell gerade erst angefangen. Ich starte jetzt Smash. Kein Problem. Kein Problem. So lange kann ich schon mal stellen auf meiner Seite, damit wir auch gleich nicht mehr Pat gegen Yuri haben, sondern Flo
gegen Burak. FD-Start, ja, genau. Die erste Runde findet immer auf FD statt. Das Bracket ist falsch, inwiefern? Ach so, ja, du hast recht, Alex, du hast vollkommen recht. Natürlich ist nicht Pat in die zweite Runde eingezogen, sondern Juri. Da hat der Streamer gerade Scheiße gebaut. So. Stup und stup, jetzt sollte es stimmen. So. Okay. Ihr beiden seid da, das ist doch wunderbar. Checkt nochmal kurz, ob ihr FD eingestellt habt und dann können wir auch schon starten. So, der Stream kriegt natürlich das Spiel zu sehen und nicht mehr das Bracket. Burak checkt gerade noch, ob er alles richtig macht. Davon gehe ich aber aus. Und dann könnt ihr loslegen. Es sei denn, es gibt noch ein Problem, aber ich erwarte, dass einer der beiden Spieler jetzt startet. Burak entscheidet sich für Random. Das ist interessant. Ist das von dir gewollt, Burak? Wenn ja, hat er jetzt Bayonetta. Wahrscheinlich ist das einfach der ultimative Flex. Ich gehe einfach mal davon aus, weil wir nichts von ihm im Chat hören, dass das so gewollt ist. Also sehen wir mal, wie dieser Flex von Burak aufgeht. Im Moment gar nicht so schlecht. Er startet mit einem guten 50% Start gegen Flo, der hier eine ziemlich dicke Combo frisst. Dafür geht aber auch Burak mit einem SD von der Stage und schreibt noch parallel in den Chat, also der Flex ist real, hätte ich gesagt. Entschuldigung, Pat, ja, alles gut. Ich habe deinen Namen gerade versehentlich in den Mund genommen. Es tut mir außerordentlich leid. Achso, okay. Gut, währenddessen sehen wir hier, wie Burak aufholt. Und Bayonetta offenbar, dafür, dass er sie random genommen hat, besser drauf hat, als man denken sollte. Hier jetzt der Konter mit der Witch Time und der Down Smash verfehlt sein Ziel an dieser Stelle. Jetzt wieder Ausgleich für die beiden Teilnehmer. Der Down Smash sitzt, reicht aber ganz knapp nicht aus. Dann hat Flo nochmal gut reagiert mit dem Abi. Mit auch einer der, oder Finsterer mit in dem Fall, einer der Charaktere mit den besseren Recoveries im Spiel. Jetzt mehr oder weniger Abtastung. Mit der Jab-Kombo, mit dem Side-Tilt. Jetzt der Throw von Burak. Nachgesetzt mit dem Neutral B und nochmal dem Neutral B. Und jetzt vielleicht sogar den Killmove. Der Back-Air sitzt und Burak geht hier in Führung. Mal sehen, wie Flo hier antwortet. Mit dem Side-Tilt und vielleicht nicht der Ledge-Trap. Aber der Side-B sitzt, reicht nicht ganz zum Kill, aber jetzt vielleicht die Möglichkeit, wenn er nachsetzt, lässt Burak da vielleicht ein bisschen zu leicht von der Ledge kommen. Side-Smash ins Leere, Side-B trifft allerdings und zieht den Stock. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für ein Comeback. Side-Smash von Burak, versucht mit dem Down-Smash nachzusetzen.
Wird allerdings interrupted von Flo. Allerdings noch keine wirkliche Aufholjagd in Sicht. Hier der Back Air von Burak nachgesetzt mit dem Down Smash. Ist noch nicht ganz der Kill. Dash Attack von Flo. Der Up Air geht daneben. Grab von Burak. Der jetzt nach dem finalen Schlag sucht. Allerdings defensiv bleibt und dafür den Side Smash, den Side B von Flo ist. Drei Pfeile hintereinander und überraschend, dass das killt, gewinnt Flo hier Runde 1. Dementsprechend müsste ich von Burak wissen, welche Stage als nächstes von ihm kommt. Ich lese nochmal vor, für den Fall, dass das nicht ganz klar ist. Battlefield Final Destination, Dilet Cruise, Pokémon Stadium 2 oder Smashville. Kann dein Gegner ruhig. Das ist random, okay. Flo, die Wahl geht auf dich über. Bleibt. Okay, dann könnt ihr direkt weiter starten. Burak bleibt hier bei Random. Er möchte weiter flexen und bekommt dafür Jigglypuff. Nun gut, mal gucken, wie er diesen Charakter beherrscht. Unwahrscheinlich, dass er sich hier direkt mit einem SD ins Abseits schießt. Ungefähr einer der Charaktere, die sehr viele Jumps übrig haben. Und der erste Ansatz einer gar nicht so schlechten Combo für Burak. Da muss Flo aufpassen, dass er sich nicht hier zur Blast Zone carryen lässt. Hier jetzt 50%, jetzt 60% Vorsprung für Burak. Und trifft den Neutral Air für den ersten Kill. Pummeluff scheint er drauf zu haben. Wiffen die Gegner sich, es wird sich gegenseitig ausgetänzelt. Side B von Flo. Trifft den Fall nicht, frisst dafür die Neutral B von Burak. Ja, der 1-Stage-Vorteil für Burak hält sich im Moment. Jetzt der nochmal der Neutral B von Burak. Neutral R. Aber jetzt auch wieder das Austänzeln von vorhin. Keiner wirklich mal eine Combo oder einen stärkeren Treffer. Die Teilnehmer sind jetzt bei jeweils 100%. Aber der Rest von Burak. Aus dem Nichts, könnte man sagen. Jetzt für die 2-Stock-Führung. Und Flo noch nicht so wirklich mit der Antwort. Jetzt vielleicht mit dem Up-Tilt. Na, wird's nicht wirklich nach. Side B verfehlt auch. Und jetzt Burak mit der Offstage-Situation. Und da ist Pummeluff wirklich gut. Fängt den Sprung ab, aber noch nicht der Kill. Und der Rest verfehlt. Jetzt Flo mit dem Punish und mit der Verkürzung auf die 1-Stock-Führung für Burak. Aber das wird schwierig für Flo, hier nochmal zurückzukommen. Weil er jetzt auch schon in der Situation ist, dass ein weiterer Downbeat killen würde. Neutral Air von Burak ohne wirklich nachzusetzen. Dash Attack. Rest so ziemlich ins überhaupt nichts, aber direkt interrupted von Flo, der da keinen größeren Punish setzen kann. Deswegen. Side Smash gegen Neutral Air traded. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Burak. Er möchte es wahrscheinlich mit dem Down B schaffen. Kassiert aber den Up-Throw von Flo. Jetzt die Möglichkeit. Der Up-B von Burak. Und der Back-Air darauf sitzt. Und damit hat Burak ausgeglichen. Und Flo darf sich die nächste Stage aussuchen.
das erste Spiel 3 nun. Flo denkt hier offenbar über den nächsten Character Pick und die Stage nach. Aber es scheint beides dasselbe zu bleiben, wenn ich ihn richtig verstehe. Ja, ich denke mal. Flo hat, ist ja... Bleibe doch. Okay. Dann ein weiteres Mal FD. Mal sehen, welchen Charakter Burak jetzt bekommt. In diesem Fall die dunkle Samus. Mal sehen, wie er diesen Charakter drauf hat. Hier noch mehr oder weniger abgetastet. So wartet hier die Rakete ab, um sie zu reflektieren. Ah, Burak fuchst sich noch in diesen Charakter rein, offenbar. Möchte noch nicht zu sehr engagen, bevor er nicht einen Angriffsplan entwickelt hat. Jetzt vielleicht mit dem Rap. Moment, 50 gegen 30% für Flo in dem Fall. Brutal Air von Burak. Der Grab geht daneben. Sehr eher wieder ein Umhergetänzel. Aber jetzt die erste kritische Situation für Flo. Die Bomben und der Side Smash. Das war richtig schön gemacht von Burak. Mal gucken, wie Flo hier antwortet. Der Burak scheint sich auf den Rap eingegroovt zu haben. Immer wieder der Rap und der Sehr von ihm. Und Flo da aus möglichen Angriffsaktionen rauszuhalten. Und Flo nach wie vor hier im Zugzwang. Er muss den Kill jetzt möglichst früh setzen. Das hat getroffen. Schön gesaut an der Stelle von ihm. Ich war selber ein wenig überrascht, dass es getroffen hat. Aber jetzt. Wieder mit der zurück. 100% Führung für ihn im Moment. Side-Tilt aus der Situation. Ah, verfehlt aber den Abi und den Neutral B. Jetzt vielleicht die Möglichkeit nach dem Down. Er kommt der Back Air und hier haben wir wieder eine. Ein Stockführung für Burak. Dash Attack. Geantwortet mit dem Side Tilt. Up Throw. Dash Attack. So, hier mit der Möglichkeit auszugleichen. Burak jetzt gut unter Druck, der mit Dash Attacks antwortet. Jetzt reinkommt mit dem Uptilt, frisst aber die Side B. Gut gesetzter Smash, ein gut gesetzter Smash Attack von Flo. Könnte den Block jetzt schon ziehen, muss aber dabei aufpassen, nicht zu viel Schaden zu kassieren. Jetzt schon 50% an der Stelle und der Multi-Hit Smash kommt durch, weil Burak nicht lang genug schildet. Aber nach wie vor mit guten 40% in Führung. Und die Neutral Air gut am Rande der Stage bringt hier den Sieg. Und damit zieht auch Burak in das Halbfinale ein. Sehr schön. Gut. Neutral Air gesagt? Ich meinte natürlich Neutral B. Mir ist da der ein oder andere Versprecher bitte zu verzeihen. Aber trotzdem GG, sehr fair die Spieler heute auch wieder. Das Lob kann man schon mal aussprechen. Und damit hätte ich gesagt, kommen wir zur Second Chance. Ich würde mal bitten, alle Verlierer der ersten Runde in den Raum zu kommen. Weil wir jetzt ein Free-for-All spielen werden und der Sieger daraus wird ins Halbfinale gegen Burak einziehen. Das heißt, Christian,
Pat und Flo bitte in die Arena. So, das Scoreboard können wir so lange ausmachen. Das hat nicht wirklich Sinn so lange. Gilt übrigens, wer als erstes zwei Runden für sich entscheiden kann, zieht ins Halbfinale ein. Und wir spielen jede Runde auf Final Destination. Ist Christian denn noch da? Der ist im Moment noch nicht in der Arena. Als er dann noch da ist, jawohl, da haben wir den dritten Teilnehmer. Checkt bitte nochmal, ob ihr alle auf Final Destination eingestellt seid. Falls nicht, das bitte korrigieren. Und damit geht es los. Also Second Chance Runde. Okay, wir sehen hier die Parade der Heavyweights und Dark Pit. Ist natürlich, ja, ist einfach ein Free-for-All. Einfach ein Free-for-All. Wer jetzt zwei Runden Free-for-All für sich entscheiden kann, zieht ins Halbfinale ein. Mal sehen, welche Taktik hier die Spieler anwenden werden. Es wird natürlich um einiges chaotischer sein. Das ist natürlich schon mal eine gute Idee, mit den Heavyweights reinzugehen, da die nicht so leicht zu killen sind. Hier auch eher ausgeglichene Verteilung im Moment. Das heißt auch sehr fair von den Spielern bisher, sich auf keinen zu vereinen, auch wenn das natürlich durchaus eine Strategie im Free-for-All ist. Burak würde gerne gegen Tim spielen. Ja, wir werden gegen Flo spielen. Unter dem Namen Tim steckt Flo. Tim ist der Bruder, dem die Switch gehört, muss man dazu sagen. Und was sehen wir hier? Hier der erste Kill mit der Nutterbee, falls ich das richtig gesehen habe. Von Pat gegen Flo. Und jetzt kommt zum Tragen, dass sowohl Christian als auch Pat die Heavyweights genommen haben. Die werden jetzt nämlich nicht so leicht gekillt. Vielleicht von dem Downbee von Christian, aber nicht ausreichend in dem Fall. Das, Alex, das hätte man machen können, hätte nur deutlich mehr Zeit gekostet. Jetzt der Side-B von Christian, der auch Pat auf zwei Stocks runterbringt. Aber man kann sagen, dass die Spieler hier sehr fair spielen, sich keiner wirklich raushält, sondern ich versuche den Schaden zu drücken. Das ist sehr löblich. Ja, jetzt Flo in Gefahr, gleich gekillt zu werden. Sowohl Gandalf, oh, aber Pat recovert nicht nach der Aktion von Christian, das heißt er jetzt im Hintertreffen. Und die Sidebee, obwohl sie gegen Pat gerichtet ist, killt sie Florian und jetzt Christian mit der Führung. Und Christian hier noch dramatisch am Austeilen, frisst dafür aber jetzt den Upsmash von Pat. Und den Downsmash von Pat. Aber die Recovery sitzt. Hier jetzt Pat und in einem gewissen Maße auf Flo auf Killprozent. Aber der Side Smash von Flo gegen Christian holt auch Christian auf einen Stock zurück. Und der Side Smash, mit dem Side Smash revanchiert sich Christian hier. Versucht noch die Verwirrung, die vielleicht da in der Legend stehen könnte, zwischen Pat und Flo auszunutzen. Das, der Side Smash geht aber ins Leere. Jetzt beide Gegner für Christian Airborne. Was er aber noch nicht wirklich nutzt. Zeitbee könnte reichen, aber das sah nach einem guten DI für mich aus von Flo. Der sich hier über Wasser hält. Downsmash von Pat gegen Christian, der jetzt auch langsam Gefahr läuft, KO zu werden. Und der Christian mit dem Zeitbee beide Gegner abgeräumt. Das war schön.
Und damit geht Christian mit einem Punkt in Führung. Wodurch er jetzt in Runde 2 direkt ins Halbfinale einziehen könnte. Es geht hier direkt weiter, kein Stage-Pick. Vielleicht aber ein Character-Change, wenn ihr wollt. Ja, Alex, so kann man das sagen, glaube ich. Das war einer der schönsten Aktionen, die wir bisher heute gesehen haben. Jetzt die Runde 2, kein Character Change auf keiner Partei. Mal sehen, ob sich die beiden Pat und Flo jetzt gegen Christian einspüren. Oder ob die Fairness weiter gewahrt bleibt, aber... Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, auch wenn Christian hier meist kassiert. Allerdings liegt das vor allem daran, dass er seine Attacken mehr oder weniger ins Leere setzt. Hallo Kunai, schön dich hier zu sehen. Du erlebst heute die Second Chance für unsere Verlierer aus der ersten Runde. Und wie Pat den Christian mit dem Side Smash den ersten Stock kostet. Mal gucken, ob er sich daraus wieder befreien kann. Side Smash von Pat gegen Tim, der jetzt hier schon seinen Gegnern den zweiten Stock zieht. Und hier Flo Christian in der Jab-Combo, damit Pat den Side B anbringen kann. Vielleicht doch eine Verschwörung. Nein, auch Florian und Pat gehen aufeinander los. Sehen, dass Pat hier deutlich in Führung ist. Jetzt der Down Air von Pat, der aber dann von Flo wiederum interrupted wird. Recovery von Pat sitzt. Forward Air gegen Flo. Aber auch der Side Tilt und der Forward Smash von Christian gegen Flo, der jetzt nur noch auf einem Stock verbleibt. Das heißt, wir könnten auch hier die erste One-on-One-Situation gleich sehen. Aber auch für Flo ist noch nichts entschieden. Side Smash von Christian gegen Pat. Jetzt Smash, jetzt eher mehr oder weniger getänzelt. Side B von Christian gegen Pat. Aber auch Christian jetzt auf Kill-Prozent. Genauso wie Flo gegen diese zwei Heavyweights. Dash Attack von Christian gegen Flo. Der dann von Pat abgeräumt wird, der jetzt gegen im One-on-One gegen Christian deutlich im Vorsprung ist. Einen ganzen Stock hat er da. Mal sehen. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie gut Pat beherrscht, während ich von Christian weiß, dass Bowser sein Main geworden ist. Mal sehen, ob sich das hier im One-on-One niederschlagen wird. Pat hier gut mit Druck, der Meteor Smash, er lässt hier überhaupt nichts anbrennen und holt sich seinen ersten Punkt. Auch er ist jetzt in der Situation, ins Halbfinale einzuziehen, wenn er die nächste Runde gewinnt. Auch jetzt nochmal der Hinweis an alle, es gibt die Möglichkeit jetzt den Charakter zu wechseln, wenn es denn gewollt ist. Die Stage bleibt nach wie vor dieselbe. Aber hier scheint sich keiner auf einen Charakterwechsel einzulassen. Das heißt, es kann direkt weitergehen. Jetzt Christian und Pat mit der Möglichkeit, mit dem nächsten Sieg ins Halbfinale einzuziehen. Leute, ihr könnt starten. Aha, da hat sich einer getraut, Start zu drücken. Das ist doch wunderbar. Jetzt also Pat und Christian in der Situation, hier ist für sich zu entscheiden. Vielleicht gibt das Flo auch nochmal die Möglichkeit, hinterrücks abzustauben und dann ein Match 4, das einzige Match 4, was wir heute haben werden können, zu erzwingen. Wir werden sehen. Oh.
ist denn hier vielleicht etwas unorientiert oder taktisch zur Ledge gegangen. Das weiß in dem Moment jetzt erstmal nur er selber. Aber Pat und Christian schießen sich jetzt mehr oder weniger aufeinander ein, was Flo direkt nutzt für den Side Smash. Und hier verliert Christian schnell innerhalb von 20 Sekunden seinen ersten Stock durch Pat, der hier den Side Smash schön an der Ledge angesetzt hat. Während hier Flo und Pat nahe der 60% hängen. Der Ledge, der Springboard von Christian gegen Flo. Kein Schaden, aber sieht schön aus. Der Side Smash hingegen holt direkt den Kill. Jetzt Pat, der einzige, der noch 3 Stocks hat, wird hier von Christian angegangen und von Flo abgeaimt, der dann aus dem Throw rausgenommen wird. Aber der Side B von Flo gegen Pat sitzt. Der Combo gegen beide von Christian. Auch der Up B trifft hier beide. Der Side B hingegen nur Pat, der jetzt ein wenig zurückgedrängt wird in seinem Vorsprung. Jetzt mehr oder weniger wieder Ausgleich, außer Christian, der hier noch mit 50% hinten liegt. Und Pat kommt nach dieser Aktion nicht mehr zurück. Er ist als letzter in der Runde. Aber dafür kassiert Christian direkt den Side Smash. Jetzt ist Florian plötzlich in Führung. Der aber von Christian gerade mehr oder weniger ignoriert wird. Dafür darf er dann den Side B an Pat ausführen. Ja, vielleicht sneakt sich Florian hier tatsächlich durch. Wie weit? Oh, aber nein. Da Pat mit dem Side Smash gegen Christian, der zwar jetzt immer noch hier in Führung ist, aber Pat als erster, der rausfliegt. Aber Christian kann an der Stelle nicht recovern und hier holt auch Flo seinen ersten Punkt. Also gibt es jetzt tatsächlich die Runde 4. Das heißt, hier ist wirklich noch nichts entschieden. Und vor allem heißt das, wer jetzt als nächstes diese Runde gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Falls es keine Character Change gibt. Nein, gibt es nicht. Es geht direkt weiter. Das Finale. Auf denjenigen zu gehen, der den einen Punkt hat aus dem Fenster, da jetzt alle mit dem nächsten Sieg diese Runde hier, diese wilde Runde entscheiden können. Hier Pat mit dem Recovery gerade so gesetzt, sah aber nicht ungekonnt aus, er scheint sich jetzt auf Ganondorf eingestellt zu haben. Und kaum sage ich es, kommt er von der Ledge nicht mehr zurück, nachdem er von Christian draußen gehalten wurde. Jetzt Wahnsinn. Pat hier zurückkommt, gegen Aktion zusammen mit Flo gegen Christian, der hier wieder Side Smashes verteilt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Tim und Flo jetzt beide Nase an Nase an der Spitze. Und Pat versucht zurückzukommen, hier der Side Smash von Christian, ich glaube, da war auch noch eine Aktion von Pat im Spiel, wodurch Flo oben rausgeflogen ist. Jetzt Christian mit dem deutlichen Vorsprung. Kassiert aber den Side B von Pat, der aber unbeantwortet bleibt weiterhin. Und Pat ein weiteres Mal kann er nicht zurückkommen. Und schon Side Stocks hinter Christian, kaum sage ich, setzt er den Side Smash auf Christian, der jetzt nur noch einen leichten Vorsprung vor Flo hat. Ah, Alex, das sehe ich ähnlich. Hier wird sich erstens geschenkt. Hier wird vor allem fair gespielt, was ich grandios finde von den Spielern. Da ist keiner, der sich raushält, sondern
Das Free for All wird hier ehrenhaft gespielt. Jetzt die Situation, Pat noch nicht mit 4%, aber einem Stock weniger. Im Gegensatz zu Christian und Flo, die beide jetzt niedrigen Kill-Prozent sind. Ah, der Kill gegen Christian bleibt aus, weil es noch nicht ganz reicht. Aber die Dash Attack, selbst bei 160% reicht das noch nicht ganz. Ah, das Down Smash interrupted vom Pfeil, aber der zweite sitzt gegen Christian. Und Flo jetzt hier in Führung. Vielleicht kriegt Burek ja tatsächlich sein Rematch. Hier behalten sich weiterhin Christian und Pat, die Flo jetzt gerade mehr oder weniger ignorieren. Aber kaum sage ich es, stürmen die beiden auf ihn los. Flo weiß hier allerdings die Antwort. Side B gegen Pat. Schmeißt Pat in Flo, der seinen Stock verliert. Das heißt, jetzt jeder auf dem letzten Stock. Und mit jeweils 40% Abstand Pat, Christian und Tim. Und Flo. Und Pat kann nach dieser Aktion nicht zurückkommen. Das heißt, wir haben das One-on-One Christian gegen Flo. Flo hier allerdings mit gut 50% im Vorsprung, was aber nichts heißen muss. Dadurch, dass Bowser ein Super Heavyweight ist. Der Upsmash hätte da an der Stelle mit 80 schon fast gekillt. Ah, die Side Tilts, um den Flo hier rauszuhalten. Side Smash von Flo, allerdings gerifft, gepunished mit dem Side B. Jetzt die Offset-Situation, vielleicht ein Backer. Ab, er sitzt nicht ganz. Forward Air. Nochmal Forward Air, schön gespaced. Hat dem Jab gar keine Chance gegeben zu treffen. Dash Attack, Side Tilt, connected beides mit Throwdown Air von Christian gegen Flo. Christian hat es geschafft, ins Halbfinale hier einzuziehen und sich gegen die anderen beiden Contester durchzusetzen. Glückwunsch an Christian. Aber bevor wir dann gleich zu Christian gegen Bura kommen, würde ich bitten, die beiden anderen Halbfinalisten, Alex und Juri, in der Arena zu kommen. Christian, du hast erstmal Pause. Ja, danke schön. Schön. So. Das Scoreboard machen wir dann auch wieder rein. Wir haben... Ah, da sind die beiden Teilnehmer schon. Sehr schön. Mal sehen, welche Strategie die beiden nun anwenden werden. Ob Alex, King Kariol oder Marv anwenden wird. Und ob Burak hier bei seinem Flexing bleibt. Ob Juri bei seinem Flexing. Nee, warte mal. Wer hat nochmal geflext? Burak hat geflext, ne? Ja. Genau, Juri war unser... War unser Terry-Spieler. Mal gucken, ob er auf dem stehen bleibt. So. Ich würde bitten, Christian, bitte aus der Arena zu gehen. Du hast nicht geflext. Random ist ein Flex. Tut mir leid. So, ihr bekommt noch einen Übergang von mir. Christian, bitte aus der Arena. Sonst muss ich dich eigenhändig rauskicken. Ist gleich Christian. Okay. Davon ausgehend, dass ihr beide jetzt Final Destination ausgesucht habt, könnt ihr beide beginnen. Wir sehen hier einen Character Change von Juri. Ira and Mithra. Mal gucken, ob Alex dagegen vorzugehen weiß. Nimmst du den gelben Inkling? Mach doch. Soll mir doch egal sein. Nun, aber bis wir das sehen, sehen wir uns erstmal das Match Juri gegen Alex an. Alex hier mit einem guten Start. Fast 70%, die er hier umsonst machen darf. 80% jetzt.
Jetzt der erste Schaden von Yuri gegen Alex. Ist hier mit Pyra etwas erfolgreicher als mit Mithra. Aber auch jetzt schon einen tiefen Killprozent, was King Kaol Schaden angeht. Der Forward Air Offstage, dann die Krone und die Kanone reicht fast 150%. 160% reichen noch nicht aus. Und Alex sucht hier nach dem Killmove. Findet ihn noch nicht in der Krone, aber vielleicht in den Downfall into Side Smash. Okay. Into Side Smash. Und jetzt Alex hier in Führung. Juri jetzt mit der Jab-Combo an den Rand. Findet aber keine weitere Offensive. Down Air sitzt auch noch wegen dem gewifften Neutral Air. Web von Yuri. Down Smash von Alex, der jetzt mit einem gut getimten Smash vielleicht sogar den Kill wieder rausholen kann. Yuri jetzt in Zugzwang. Ja, Yuri mit dem Druck an der Ledge. Allerdings noch nicht mit dem Kill-Move. Abwarten, wartet auf die Option ab, die Alex wählt. Der wählt den Grab und der sitzt. Jetzt Alex mit Druck an der Ledge. Ein Grab ohne Throw. Dafür mit Pummel. Jetzt beide auf Killprozent. Yuri bringt den Kill als erstes durch. Muss aufpassen, sich jetzt nicht sofort wiederum den Kill von Alex zu fangen. Probiert das Ganze mit Pyra durchzubringen, mit dem man gerade deutlich mehr Erfolg hat als mit Mithra. Abdi findet sein Ziel. Jetzt der Vorsprung nicht mehr ganz so groß, wie er war. Allerdings hier mit schwierigen Prozenten zu manövrieren. Jetzt 160%. Jetzt ist beinahe jeder Move, den Alex treffen können, ein Kill-Move. Dash Tag reicht nicht ganz. 170%, ungewöhnlich viel Prozent für einen Kampf gegen King K. Rool. Aber hier möchte Alex offenbar auch einfach nicht zu viel committen. Down, er into up, er reicht, um hier den Kill zu holen. Und auch der Side Smash für die 30% sitzen. Ah, jetzt wieder mehr oder weniger umeinander getänzelt. Keiner will zu sehr committen, um hier seinen Stock zu verlieren. Obwohl Yuri jetzt langsam aber sicher King Kaol in die höheren Killprozente holt. Jetzt könnte ein gut getimter Smash beispielsweise den Kill holen. Ja, dieser wird geschildert. Alex, der Downfall into up, ja. Und jetzt mit der deutlichen Führung Dash Attack bringt die Animation und auch den Kill. Das war der erste Punkt für Alex. Und von Yuri brauche ich einmal die Stage, die wir als nächstes spielen. Dein Marv ist einfach fett geworden, ja, offenbar. Offenbar, Alex. Dieselbe Stage. Okay, dann bleiben wir auf Final Destination. Mal sehen, ob wir hier einen Charakterwechsel von Yuri erleben. Ihr beide könnt anfangen. Ja, Yuri wechselt zurück auf Terry, den man in der ersten Runde ja überzeugen konnte. Mal sehen, ob Alex hier diesem Terry etwas entgegenzusetzen hat. Alex jetzt zuerst mit der Jab-Combo. Burak, der Pet ist auf das Turnier gekommen durch Alex. Der hat ihm Bescheid gesagt und ihn
an mich verwiesen am Ende. Kann man so kommen, kann man so sagen. Dadurch ist er hier. Zwischen Alex und Yuri sehen wir jetzt aktuell ein sehr ausgeglichenes Match. Ich würde fast sogar behaupten, Alex hat einen leichten Vorsprung und holt direkt den Up-Throw into Up-Air raus, um den ersten Stock zu nehmen. Jetzt natürlich die Führung deutlich. Auch dadurch, dass Yuri hier nicht die Möglichkeit hatte, einen an seiner Go-Aktion zu bringen, die einen King K. Rool schon mal früher killen können. Jetzt die nächsten 55% von Alex gegen Yuri. Up Smash bringt fast den Kill ab. Er bringt den Kill. Hier überzeugend von Alex. Jetzt mit der 2-Stock-Führung gegen Yuri. Der jetzt nach dem Kill-Move sucht. Ihn allerdings an der Ledge noch nicht findet. Der Grab geht daneben. Der zweite Grab sitzt. Downflow ohne echtes Follow-up. Alex versucht es hier mit dem Trick, Yuri auf Stage zu ziehen. Der lässt sich dadurch aber nicht hören. Yuri mit der Jab-Combo. Plus dafür aber die Krone. Jetzt die nächste Jab-Combo, aber noch kein Kill-Move. Und der nächste Versuch, da Yuri auf Stage zu ziehen mit der Kanone von King K. Rool, geht daneben. Dadurch Alex jetzt nur noch mit 2 Stocks. Was aber noch ein deutlicher Vorsprung ist. Du musst jetzt schnell die Kombos rausholen, um aufzuholen. Je nachdem, wie schnell er jetzt in die 100% gerät, bekommt er auch gleich seine Go-Aktion, die dann einen schnellen Kill auch ermöglichen könnten. Der Lupenschaden reicht um 0,1% nicht aus, um ihn in diesen Bereich zu holen. Das heißt, er ist im Moment noch ohne diese Moves, aber trotzdem schon in den tiefen Kill-Prozent von King K. Rool. Down Smash sitzt hier und das ist überzeugend. Der zweite Punkt für Alex, der hier ins Finale einzieht. Glückwunsch an Alex. Der sich hier überzeugend durchgesetzt hat. Dann würde ich bitten, Burak und Christian einmal in die Arena zu kommen. Ja, also das war schon überzeugend von Alex, das kann man so sagen, aber auch die Fairness hier gegeben von beiden Spielern, vorbildlich, möchte man sagen. Okay, dann können wir auch direkt zurück in die Arena schalten, wo wir noch auf die Teilnehmer warten. Vielleicht warten sie ja noch auf die Daten, in die sie joinen müssen. Die kommen selbstverständlich von, präsentiert von der Steuerung C, Steuerung V GmbH, die wir für das Nicht-Sponsern dieses Turniers natürlich danken. So. Jetzt in der Arena. Wir warten noch auf Burak. Auch da haben wir Burak. Stellt auch mal sicher, dass ihr Final Destination eingestellt habt. Und dann kann der Kampf auch losgehen. Ich werde mal auf Verdacht, da Burak das gerade angekündigt hat, mal den gelben Inkling einstellen. Ich wäre enttäuscht, wenn er diesen jetzt nicht wählen würde. Okay, der Kampf kann beginnen.
Wir können beginnen, Freunde. Jawohl. Und wir sehen tatsächlich den gelben Inkling. Jetzt bin ich gespannt, das ist ein Matchup, das Christian mehr oder weniger kennt. Das weiß ich aus erster Hand. Ja, dann sehen Sie Murak mit Inkling umgehen kann hier. Scheint zumindest die Theorie zu kennen. Auch sitzt hier nicht ganz. Ah, an der Stelle aber schöner Neutral Air nachgesetzt. Ungefähr Ausgleich im Moment da. Außer ja ein Super Heavyweight ist. Air-to-Dash-Attack. Burak zeigt hier Qualitäten mit Inkling. Auch die Splatbomb an der Ledge sitzt. Ist ja noch ohne Antwort bisher, ohne echte Antwort. Aber die Jab-Combo kann er einfach durch seinen Armor durchpacken. Durch jetzt Burak hier in die Offstage-Situation gerät und auch in die Kill-Prozent. Down B reicht, um den Trick zu brechen und dadurch fällt Burak runter. Christian jetzt in Führung. Und Burak mit der Chat-Nachricht währenddessen. Okay, Throw, Down Throw. Ah, aber noch keine Möglichkeit für den Kill-Move. Das ist einer der Probleme von Inkling. Aber der Side Smash schön gesetzt nach dem Whiff von Christian. Der hier aber in leichter Führung bleibt. Down Tilt. Up B. 50% Führung jetzt für Christian. Wie sitzt die Side B von Christian allerdings auch jetzt wieder Burak in Kill-Prozent, der hier gute 60% aufholen muss, was er aber überzeugend zumindest anfängt. Jetzt ungefähr Ausgleich, der Side-Tilt reicht noch nicht ganz, jetzt die Offstage-Aktion von Christian leider daneben. Dash-Attack, Up B wird geschildert, Burak antwortet mit einem Side-Smash. Hat jetzt auch die Möglichkeit, einen Kill-Move zu treffen, aber Christian setzt als erstes den Kill-Move mit dem Down-Air. Wiederum eine Führung für Christian an der Stelle. Burak jetzt mit den Dash-Dances und dem Back-Air. Und hier nach der Gelegenheit gleich für die Offstage-Aktion. Dash-Attack von Christian. Upsmash, schön reingezogen mit dem Upsmash, allerdings noch nicht der Kill. Da ist Bowser einfach zu dick. Down Air ist nicht der Meteor. Dadurch kann sich Christian nochmal retten, jetzt auf 190%. Oh, und dann sitzt er den Forward Air zu früh und verpasst dadurch die Kante. Jetzt eine 50% Führung für Christian gegen Burak. Bomb, Side B. Kann ich ran jetzt? Burak wieder mit einer schönen Throw-Combo. Das wäre fast der Stage-Spike gewesen. Allerdings, Bowser ist noch nicht genug gelauncht worden, dass es dazu kommen könnte. 40% Führung für Christian im Moment. Der jetzt nach dem Kill-Move in seinem Side B sucht. Side-Tilt für 100%, jetzt 30% Unterschied für Christian. Side-B reicht an dieser Stelle noch nicht ganz. Burak jetzt auf 130%. Oh, der unter der Stage hergeht. Aber trotzdem den Forward er einsteckt. Nochmal der Versuch mit Down-B von Christian. Burak wieder unter der Stage, um Christian hier in die Option zu nehmen. Back-Air, Side-Smash, Side-B von Christian, das reicht. Das reicht, das ist der erste Punkt für Christian. Der hier das Finale zum Greifen nahe hat. Burak, von dir möchte ich gerne einmal die Stage wissen.
du sie wechselst. Wir wechseln auf Battlefield. Christian, bitte auch einmal auf Battlefield umschalten. Bin gespannt, ob wir jetzt den tatsächlichen Main von Bubas zu Gesicht bekommen. In dem Fall spielt er zumindest mal Mario. Was gegen Bowser durchaus ein gutes Matchup ist. Main nicht? Okay, Mario ist nicht der Main von Bubas an der Stelle, aber zumindest die Option, die er jetzt wählt. Halten sich ungefähr die Waage, was die Position angeht. Jetzt, Burak zeigt mal wieder Charakterkenntnisse. Die schöne Combo, fast die Leather-Combo bis in die Blast-Zone. Die Combo hat auf 30% angefangen. Hier muss Christian aufpassen, nicht in die Leather-Combos zu geraten, weil Burak hat die offenbar drauf. Hier auch der Versuch mit der Forward-Air, die zwar trifft, allerdings nur auf den Sour-Spot, was dann nicht zu einem Meteor führt. Burak zeigt hier, dass er es mit äußerst vielen Charakteren drauf hat. So, Back Air reicht in dem Fall, um den ersten Kill zu landen. Burak jetzt in Führung. Und er macht weiterhin Prozent, versucht mit den Up-Tilts einen Back Air. Er wirbelt Christian aktuell regelrecht. Der hier nicht wirklich dazu kommt, irgendeine Offensive zu zeigen. Jetzt der Down-B von Christian. Allerdings, der Follow-up war nicht präzise genug, um ihn weiter präzise zu machen. Jetzt der Up-B von Christian. Die Offset-Situation, Burak nicht mit der Recovery. 70% Führung für Burak jetzt noch. Die nächste Letter-Combo wird angesetzt. Wieder der Sour-Spot auf dem Forward-Air und die Back-Air ist nachgesetzt. Back-Air weiterhin. Oh, der Feuerball versucht den Jump zu klauen, aber das hat nicht ganz geklappt. Ist denn hier mit der Recovery? Und, oh, schöner Turnaround Upsmash von Burak. Das war schon überzeugendes Mario Play, möchte ich sagen. Okay, up for two, down, ja. Burak weiterhin mit diesen schönen Kombos von Mario, 70%. Jetzt schon 80%, 90%, Abi, 100%, noch nicht ganz der Kill. Nochmal Abi. Christian hier ohne Antwort auf diese Air-Kombos von Burak. Langt so hier im Kill-Prozent. Jetzt der nächste Versuch mit dem Forward-Air, trifft nicht ganz. Forward-Air von Christian. Das wäre. Down B, aber daneben. Jetzt. Und mit der Möglichkeit. Aber ausgehebelt von Christian. Der allerdings nach wie vor im Hintertreffen ist. Jetzt der Down 4 von Burak an der Ledge. Up Air. Reicht noch nicht ganz. Trotz Animation. Jetzt Escape. Um Christian hier zum Fehler zu zwingen. 207%. Forward Air. Das reicht. Überzeugend. Schöner Kill von Burak hier am Ende, der hier den Ausgleich schafft und das Match 3 für das Finale erzwingt. Und wir brauchen die Counterpick-Stage von Christian. Christian, wohin soll es gehen? Pokémon Stadium 2. Okay. Bin auch gespannt, ob wir von einem der beiden Spieler jetzt noch einen Charakterwechsel sehen werden. Burak hat hier in der letzten Runde Matchup-Knowledge bewiesen, weil Bowser durchaus kein leichtes Matchup gegen Mario hat. Was sehen wir jetzt? Bereit?
Mii Brawler gegen Lucina. Okay, Charaktere, die wir heute noch nicht gesehen haben. Bin auch überzeugt, dass gerade Alex, der schon feststehende Finalist, jetzt ganz genau hingucken wird, was Christian mit Lucina machen wird. So, während ich Torak hier noch seinen... Okay. Was sehen wir? Ein ungefähr ausgeglichenes Match mit leichtem Vorteil für Christian, der hier Burak mit Lucina mehr oder weniger kalt zu erwischen scheint. Genau gefragt. Legal Moveset, jedes Moveset ist erlaubt, Alex. Auch das steht in den Regeln. Das heißt, Burak hat hier die freie Wahl, aus allen Movesets zu wählen, auch für Mii Brawler. Kein Problem, deswegen weise ich ja gerne nochmal drauf hin. Das ist einer der Gründe, warum die Matches nicht parallel stattfinden, sondern eins nach dem anderen. Und was wir hier sehen, ist ein wirklich ausgeglichenes Match zwischen Burak und Christian. Beide in höchsten Kills-Prozent. Oh, jetzt vielleicht sogar schon ein Neutral Air von irgendeiner Partei reicht, um den Kill zu holen. Aber hier die Kugel des Mii Brawlers gegen Christian für den ersten Kill, womit sich Burak hier eine leichte Führung erarbeitet, die er auch direkt prompt ausbaut. Christian bisher ohne Antwort 60%, 70% von Burak, 80% von Burak. Ohne dass Christian bisher den Kill gefunden hat, jetzt der Forward Air vielleicht. Down Air von Burak. Weg Air von Christian. Und Burak wirft seinen Move, wodurch Christian mit dem Side-Tilt den Kill findet. Der allerdings jetzt auch weiterhin gute 100% hinten liegt. Der Grab-Release reicht fast zum Kill. Allerdings kommt Christian an der Stelle nochmal zurück. Findet seine Kombos bisher noch nicht ganz. Der Parry von Burak stürzt sich rein mit dem Upsmash und holt hier den Kill. Jetzt Burak nur noch einen Stock entfernt vom Finaleinzug. Allerdings ist es noch nicht ganz geschafft. Christian hat hier durchaus das Potenzial, nochmal zurückzukommen. Muss jetzt erstmal aber diese Offstage-Situation meistern, was er getan hat. Und Burak stürzt sich hier für die Message runter. Ich denke, die Message ist angekommen. Allerdings, der Stock ist damit auch weggeflogen. Aber der Zeitsmatch sitzt überzeugend. Und damit ist Burak in das Finale eingezogen. Und auch hier wird Fairness wieder groß geschrieben. GG von beiden Parteien. Und damit zieht Burak in das Finale ein. Sehr, sehr schön. Alex auch schon in der Arena, der will gar keine Zeit verlieren. Dann würde ich die Teilnehmer wieder bitten, hier Final Destination einzustellen. Und Alex fordert hier Burak heraus, wieder random zu nehmen. Entschuldigung, Buch. Entschuldigung. Multitasking ist nicht meine Stärke. Sei mir verziehen. Sei mir verziehen. Ich entschuldige mich. Bird. So, wir nennen dich ab jetzt Bird. Okay. Ich werde es mir merken. Ich werde es mir merken. Du hast schon über 10 Spitznamen, ja, dann ist ja einer mehr oder weniger auch nicht mehr von großer Bedeutung. Wenn dann die Charaktere... Random ist die Wahl, okay, ich bin gespannt. Hier im Finale random.
ist keiner. Ja doch, also es ist schon das Finale. Unabhängig davon, ob hier random der Charakter ausgesucht wird oder nicht. Jetzt Spitzname. Ach so. Okay, wir sehen tatsächlich von beiden Parteien random. Und wir sehen Ken von Alex gegen Diddy Kong von Gorak. Die Charaktere sollten natürlich gehen. Mal sehen, wie sich die beiden hier mit ihren random Charakteren schlagen werden. Gorak erstmal mit einem SD, scheint noch nicht mit Diddy Kong so recht zurechtzukommen. Allerdings hier schöne Neutral Air to Forward Air Combo. Überraschend überzeugende Leistung auch bisher von Alex mit Ken. Ich weiß nicht, ob das ein Charakter ist, mit dem er sich schon mal ausprobiert hat. Das 99 gegen 76% mit einer 1-Stock-Führung. Hier kann sich Alex mit dem DI im Match halten. Neutral Air von Alex, der jetzt zu der Offstage-Aktion ansetzen könnte, lässt Gorak aber an der Stelle recovern. Hadouken von Alex. Upsmash von Alex. Schön, damit geht er hier in die 2-Stock-Führung. Die Gorak jetzt natürlich versucht direkt wegzunehmen. Mit der Banane, mit dem Down-Tilt. Allerdings jetzt. Oh je, oh je, oh je. Da geht eine Aktion vorbei und dann verliert Gorak hier die Übersicht. Und damit Alex mit der ersten. Mit dem ersten Punkt im Finale. Damit muss er nur noch 2 gewinnen. Ich erinnere dann daran, dass das Finale Best of 5 ist. Daher braucht derjenige, der das Finale gewinnen möchte, 3 Punkte. Genau, der Stage-Wechsel. Wird Gorak hier eine andere Stage wählen? Vielleicht sogar einen anderen Charakter? Als random? Ich weiß jetzt nicht, wie weit dieses Gentleman's Agreement geht. Ob das jetzt nur für dieses eine Match war oder das gesamte Finale hier mit Random Chars ausgetragen wird. Battlefield Midgar. Okay, dann einmal Battlefield Midgar. Noch von Alex bitte. Gut möglich. das ist gut möglich. Wir sehen hier von beiden, dieses Gentleman's Agreement scheint sich tatsächlich über das gesamte Finale hinauszuziehen. Min Min von Gorak gegen Sonic von Alex. Charaktere, die nicht besonders einfach sind zu spielen, auf beiden Seiten nicht. Wir sehen einen recht ausgeglichenen Anfang. Dann versuchen sich hier noch mit den Charakteren einzubringen. Deswegen sehen wir mehr oder weniger relativ gleichförmige Moves. Jetzt der Versuch von Alex mit dem Neutral B wird allerdings abgefahren vom Upsmash von Gorak. Der jetzt ein wenig Druck auf Alex ausbaut. 30% Vorsprung für Gorak an der Stelle. Allerdings die Antwort von Alex mit dem Upsmash jetzt wieder auf 7% ausgeglichen. Up-Air von Gorak, kein Follow-Up. Nochmal Up-Air. Ja, ich glaube, wir haben ein wenig mit Lex zu kämpfen. Aber oh, der Ledge Grab geht daneben, aber Gorak hier mit dem Buddy. Mit dem Homie-Stock. Respekt hier auf beiden Seiten. Schöne Kombo von Gorak mit Mimin für 35%. Der hier trotz des Homie-Stocks wieder ein wenig in Führung geht. Alex wirkt auf mich noch nicht so, als ob er mit Sonic seinen Groove gefunden hätte. Aber ich schätze Alex so ein, dass er das noch hinbekommen wird im Laufe dieses Matches.
Schöner Grab hier von Burak. Nutzt hier die Range des Grabs sehr gut aus. Auch mit dem Pivot eingebaut. Das ist mit Charakteren, die einen Tether Grab haben, wie beispielsweise Min sehr, sehr, sehr stark. Burak hier mit der 70% Führung. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für den Kill mit den ausgestreckten Armen, die Offstage-Aktion, aber Alex noch nicht. Kommt mit den mit den Recovery-Aktionen und ein weiterer Homie-Stock von Burak. Sagt sich hier wie Son Goku, dass er Alex nur am fairsten besiegen möchte, wenn er am stärksten spielt. Vielleicht setzt er das jetzt auch durch im letzten Stock. Ich hoffe, sollte er verlieren, was im Moment nicht danach aussieht, dass er sich nicht anschließend ärgert, dass er zwei Homie-Stocks gegeben hat. Aber umso schöner ist es natürlich, wenn er hier seinen ersten Punkt im Finale holen wird. Backflow. Stage-Aktion gelingt nicht, setzt aber weiterhin den Schild unter Druck. Allerdings Alex mit der Antwort, der jetzt wiederum zu Druck kommt, zu Gegenspiel kommt. Jetzt beide ungefähr auf gleichen Prozent. Dann mal 2% trennen sie jetzt 7%. Offstage-Aktion von Burak geht daneben. Jab-Kombo von Alex, Offstage-Aktion. Ja, versucht Ledge zu tappen, aber findet da keinen richtigen Angriffspunkt. Smash, der Down Smash. Alex kommt hier durch. Versucht den Side Smash zu erwischen, aber der Read, der Roll ist falsch. Jetzt wieder Alex offstage. Vielleicht die Aktion an der Ledge von Burak. Up Smash, das war schön gesetzt. Hat er den Jump geredet und direkt den starken Up Smash gesetzt. Und damit kommt hier Burak auch zu seinem ersten Punkt. Und wir gehen mit einem Ausgleich in Runde 3. Wir nehmen lieber, ich lese gerade, wir nehmen lieber Mains. Vielleicht sehen wir hier doch nochmal einen Main-Kampf im Finale. Mal sehen, wie Alex auf dieses Angebot eingehen wird. Wer sich auch jetzt die Stage aussuchen darf. Lylat. Okay, wir sehen das erste Mal Lylat heute. Genau, Best of 5. Also ihr müsst jetzt jeweils noch 2 Matches gewinnen, um hier das Finale zu gewinnen. Okay, hier scheint Adex offenbar tatsächlich eine gute Counterpick-Stage gefunden zu haben. Schließend aus der Reaktion des Gegners. Okay, welche? Ihr könnt gerne anfangen. Ich bin gespannt, welche Charaktere ihr jetzt sehen. Marv und Sonic. Okay. Vielleicht zeigt uns, wo er jetzt seinen Main mit Sonic. Da heute noch nicht verwendet. Bin gespannt, wie sich das jetzt auf das Match auswirkt. Wir sehen natürlich, dass nachdem wir jetzt keine Random-Charaktere mehr im Finale haben, dass die Kontrahenten doch wieder mehr mit Spacing und mit Combos arbeiten. Auch wenn die Combos in dem letzten Match von Wuhan wirklich nicht schlecht waren. Aber Alex hier mit der deutlichen Führung, 90% fast. Hat er jetzt schon Vorsprung auf Burak? Der jetzt hier versucht mit den FRs die Offstage-Aktion zu erzwingen. Burak jetzt ein wenig am Aufrollen. Nur noch 40% Vorsprung für Alex. Der Backthrow Offstage. Versucht hier mit dem Down Air reinzugehen. Allerdings gut abgewehrt von Alex, der jetzt nach dem Killmove sucht. Er von Abfall von Burak nicht nachgesetzt. Upsmash geht nicht ganz durch, weil Burak vorher den Back ersetzt. Jetzt die Ledge-Aktion. Alex kommt durch und der Side-B reicht knapp nicht. Highlight einer ja der
einer der Stages, die eine Blast Zone relativ nah an den Ledges hat. Jetzt ungefähr Ausgleich wieder. Wer wird hier den ersten Stock ziehen? Alex vielleicht mit dem Nutobi? Nein, aber der Attack von Burak sitzt. Alex recovered hier mit dem Nutobi. Jetzt beide auf knapp 140%. Down Smash von Alex wird abgewehrt. Und der Side B von Alex geht durch. Damit der erste Stock weg von Burak. Alex verhält sich jetzt ein wenig defensiver. Er möchte den Stock natürlich nicht einfach herschenken, aber der Retroll von Burak kommt durch und der Side Smash sitzt genau für den Kill. So 20% Vorsprung für Alex. Forward Air. Ah, Alex kommt hier ein wenig durch. Muss aufpassen, hier jetzt nicht in die falsche Richtung die Recovery zu setzen. Burak jetzt mit Druck in der Advantage. Side B wird abgewehrt, allerdings Burak hier immer noch eine Advantage. Jetzt Alex mit dem Down Air durchgekommen. Burak mit der Jab Combo. Jetzt schön die Attacken hinterher. Ja, da readet er noch den Jump von Alex, um den Forward Air in die Blast Zone zu setzen. Schön gemacht an der Stelle. Burak auch mit Sonic offenbar nicht besonders unerfahren. Wenn nicht sogar der Main, das wissen wir nach wie vor noch nicht. Alex wieder mit den Side-Bees, die aber geschickt von Burak abgewehrt werden mit dem Schild. Der Attack von Burak kommt schneller als von Alex, aber der Alex mit dem Side-Smash für den Kill. Alle noch auf einem Stock, allerdings 90% Vorsprung von Burak. Der mit einem gut gesetzten Forward Air, Back Air oder Side Smash schon killen könnte. Vielleicht. Oh, da versucht er den Roll von Alex zu readen. Den gibt er ihm allerdings nicht. So geht das Match hier noch weiter. Down Smash von Alex allerdings noch auf dem Sour Spot. Side Tilt, Side B von Alex. Down Smash von Alex. Oh, da versucht er den Meteor anzusetzen. Kommt aber nicht ganz durch, weil er etwas zu früh. Haut. Aber Alex kämpft sich hier zurück. Jetzt nur noch 30% Vorsprung für Burak. Allerdings Alex deutlich tiefer in den Killprozent als Burak. Backfall reicht nicht ganz. Abbi geht in den Trampolin. Alex recovert aber trotzdem jetzt. Oh, schöne Kombo. Side B into Forward Air. Und das geht wieder mal in die Blast Zone. Damit holt sich Burak den zweiten Punkt. Und damit die Möglichkeit, mit dem nächsten Sieg das Turnier für sich zu entscheiden. Alex wählt hier Battlefield. Mal gucken, ob wir hier auch einen Character Change sehen werden. Einen King K. Rool hatte er noch in der Hinterhand. Small Battlefield können wir fürs nächste Mal gerne reinnehmen. Da bin ich durchaus offen. Aber für den Moment haben wir erstmal nur das normale Battlefield. Ah, okay. Also Burak hier mit einem seiner vier Mains mit Sonic, offenbar. Das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn Burak hier mit einstimmt. Okay, dann sehen wir tatsächlich durch das Gentleman's Agreement zwischen den beiden Spielern das Small Battlefield. Morg sucht noch, wo genau nochmal Small Battlefield war. Die Frage nach Ring Fit habe ich mir schon fast gedacht, dass die kommen wird. Wahrscheinlich ja. Aber vorher schauen wir uns erstmal an, was
King K. Rool gegen Mafia gibt. Weiterer Charakter, den wir hier von Wax sehen. Auf dem Small Battlefield, auf das sich die Teilnehmer mit dem Gentleman's Agreement geeinigt haben. Ich bin gespannt, Alex sieht jetzt zwei Charaktere auf dem Feld, mit denen er beide umgehen kann. Wir sehen, ob er dieses Matchup beherrscht. Oh, Burak da mit der ersten Aktion, die daneben geht, aber Alex prompt, weil er sie vorhin auch bekommen hat mit dem Homing Stock. Allerdings Alex mit der 40%-Führung nun aus den Traps, Brutal Airs und Flows. Brutal Air schön gesetzt. Schöner Gimp von Alex hier gegen Burak, der jetzt hier deutlich einen großen Schritt näher Richtung Match 5 gegangen ist. Ja, Alex nutzt hier die komplette Recovery-Distanz von King K. Rool aus und schildet den Smash-Versuch allerdings nicht in Abi. Burak. Gut, Down Smash risky, aber durchgekommen. Forward Air. Ja, der Up B von Burak wird hier von der Plauze von King K. Rool abgeblockt, wodurch dann sein Neutral Air durchkommt. Oh, und der Forward Tilt, der Side Tilt reicht, um Alex hier von der Stage zu hauen. Allerdings Burak jetzt mit guten 80% hinten und der King K. Rool auch schon deutlich in den Kill-Prozent. Down Smash wird geschildert. Boah, und die Belly Armor von King K. Rool kommt hier einfach komplett durch und der Down Smash holt hier den zweiten Punkt für Alex. Das heißt, wir gehen hier im Finale in Match 5. Dann die Frage an Burak, gibt es hier das nicht erst sehen müssen, ja. Ich sag mal, so fair muss auch Alex an der Stelle bleiben. Sehen wir denn einen Stage-Wechsel, Burak? Ja, Burak ist es hier wichtig, in jeder einzelnen Runde einen anderen Charakter gespielt zu haben. Das sei ihm natürlich gegönnt. Ich bin gespannt, worauf es jetzt hinausläuft. Ah, Town and City, hier kann es natürlich auch wieder ein Gentleman's Agreement geben, wenn sich Alex darauf einlässt. Alex sagt einfach, okay, dann sehen wir jetzt Captain Falcon gegen Bowser zum Ende. Bowser ist ein Charakter, den ich so von Alex auch noch nicht gesehen habe. Hier wird wahrscheinlich Christian nochmal genauer hingucken. Den ja Bowser nimmt. Und natürlich Captain Falcon. Von dem, was wir bisher von Burak gesehen haben, passt das auch einfach. Ich bin gespannt, wie er gedenkt, hier mit Captain Falcon den Schlussstrich zu setzen. Macht es zum Beispiel schon mal gar nicht schlecht. Wir sehen hier ein relativ ausgewiesenes Match, zumindest von den Prozent her. Aber der Back Air reicht, um Alex hier unter die Stage zu befördern, Bowser nicht mehr recovern kann. Bowser einer der Charaktere mit den schwierigeren
Recoveries. Halt ziemlich. Oh, schön von Burak hier, überzeugend. Mit Up-Air, into Knie. Was er dann allerdings wieder an die Side Smash von Alex verliert. Trotzdem noch mit einem Stage-Vorsprung, mit einem Stock-Vorsprung. Schön die Nutrip erst gesetzt. Aber auch schön von Alex geantwortet. Der jetzt das gleiche mit Burak macht, was Burak vorher mit ihm gemacht hat, ihn nämlich unter die Stage zu befördern. Und hier der Falcon Punch geht ins Nichts. Alex noch mit guten 80%, die er aufholen muss. Mit Bowser allerdings durchaus schnell zu erledigen, wenn er hier ein oder zwei gute Reads bekommt. An der Down Smash zum Beispiel sieht es schon mal formidabel. Jetzt der letzte Stock. Genommen mit dem Knie nicht ganz. Jab Combo. Down Air reicht nicht, weil Alex den Up hier in die Attacke reinsetzt. Jetzt Alex mit 150% greift. Burak, der Throw reicht nicht. Back Air verfehlt. Back Air von Burak wiederum reicht und damit gewinnt Burak das zweite Invitational hier auf dem Kanal. Sehr schöner Back Air am Ende. Und auch sehr schön ansonsten gespielt. Flashy Finale, so muss es sein. Und damit gewinnt Burak das Finale. Glückwunsch! Alex, du hast sehr bald wieder eine Chance, sofern sich genug Gegner für dich finden lassen für das nächste Turnier, wovon ich aber durchaus ausgehe. Ich habe ja schon einige Leute gehört, die ja durchaus angefixt sind. Das heißt, heute ist beim besten Willen noch nicht aller Tage Abend, Alex. Aber für heute heißt der Sieger einfach Burak. Burak, du darfst dir dieses Bild hier ausdrucken und einrahmen, an die Wand hängen und dich daran erfreuen, dass du dieses Turnier gewonnen hast. Und ich lasse das Bild jetzt einfach noch ein bisschen so stehen, dass sich Burak daran erfreuen kann. Und solange werde ich mich jetzt erstmal für eine gewisse Zeit zurückziehen. Ich würde mal schätzen, so bis 10 vor 10 werde ich brauchen. Und dann gibt es eine Runde Ring Fit.
Thank you.
Ohio. So. Ja, ich bin überdeutlich zu hören, zumindest von dem, was ich da sehe. Oder muss das Spiel doch noch ein bisschen leiser? Wenn ihr das nochmal sagen könnte, wäre das schon. Then a man! Ja. Man in there. Ich habe ja noch Multitasks zu verteilen. Habe ich das letzte Mal. Moment, geht das nicht übers Internet? Moment. Aber wie das funktioniert, weiß ich, aber das geht nicht. Ich war jetzt überzeugt, ich könnte jetzt durch meine Freundesliste gehen und den Alex raussuchen. Ah. Das ist strange. Aber gut. Ich bin mir doch absolut sicher, dass das auf Wi-Fi geht. Well.
Hurra! So. Gut. Legen wir los. Ein weiteres Mal. Gut, Tag 17 für das Spiel, aber Tag 3 für uns. Hast du öfter mal Muskelkater gehabt? Ja. Von heute geht's mir ganz gut. Aber bis gestern. Wenn du Schmerzen hast, lege Trainingspause ein, bist du dich wieder hoch. Ja. Also Körpertraining, ja. Intensität. Mein Name ist Stefan, ja, bitte. Bitte achte stets auf die richtige Haltung. 3, 2, 1 und hebe die Knie abwechselnd zum Ringkorn. Bewege die Knie eher nach oben statt nach vorn. Letztes Mal. Okay, gut. Nun heben wir die Fußknöchel nach oben. Hebe die Innenseite des Knöchels zum Ringkorn. Das Knie schön weit nach außen. Letztes Mal. Okay, gut. Als nächstes dehnen wir den Rücken. Mache einen tiefen Ausfallschritt nach vorn. Die Knie nicht zu weit nach vorne. Die Füße sollten gerade nach vorn zeigen. Ein Durchgang noch. Gut, genau so. Stehe nun etwas breiter. Hebe den Ringkorn über den Kopf und lehne dich zur Seite. Der untere Rücken sollte gerade bleiben. Der Aufwärmsong ist ein Banger. Beuge dich beim Ausatmen. So wie jeder gute. Jedes gute Lied. Ein Durchgang noch. Zum Workout sein sollte. Gut gemacht. Ich habe durch Aufwärmen jetzt tatsächlich schon das Level abbekommen, das ist sehr cool. Das ist cool. Achso, klar, durch den Multitask. Das heißt, jede Wiederholung im Multitask bringt da Erfahrungspunkte. Das ist gut zu wissen. Ja, das ist gut zu wissen. Okay. 500 Gold. Mein Spinatspunkt, wow. Das kommt alles noch aus dem Geschenk, ne? Mattensmoothie. Saft. Saft. Zitrone. Ja, ist ja gut. Ah, gut. Mensch. So. Ich muss noch ein paar Punkte ausgeben. Was haben wir denn so? Extra Übungs. Ja, unbedingt! Okay, was haben wir da oben noch? Power irgendwas. Mehr Powerphasenbauch. Chance auf Powerphasen. Ah, okay, also Criticals quasi. Gut. Da hätten wir noch 10 Verteidigungen. Eine extra Züge. Ja. Gut, gut, gut. Machen wir was ich tun muss. Wie sehen meine Items aus? Heilung haben wir genug, Buffs haben wir genug, Perlen, ja. Zutaten, ja. Den Äpfeln sollten wir vielleicht was machen, aber soweit sieht dann erstmal alles gut aus. Neue Übung hatte ich auch schon drin, genau, diese Yoga-Übung. Ja, nee.
Dann machen wir mal die Jura da oben hin. So, wir brauchen die Übung. Ich glaube. Achso, ja klar, ich kann ja jetzt noch eine Übung mehr machen, ne? Dann machen wir mal. Was brauche ich denn noch? Ich muss kurz gehen auf 3 und auf mehrere. Jetzt habe ich bei dem einen Slot mehr so schnell zugeschlagen, dass ich gar nicht weiß, was ich eigentlich dazu nehmen möchte. Ja, nehmen wir einen Bogen zu, ne? Das ist zumindest eine Armübung, die auf mehreren geht. Wenn die echt schwach ist. Ich hab bis jetzt so eine starke Armübung. Ja, nehmen wir den. Was. Gut. Let's go. Stärkste Übung aus, die wir haben, habe ich gesagt. Seitliche Winkelhaltung! So, genau. Machen wir Winkelhaltung? Ei. Langsam nach links drehen. Spürst du die Muskeln? Nee, das ist nicht so richtig zu still. Super! Etwas weiter zurück. Zurück. Gut, Seitenwechsel, Beine wechseln. Ich gestreckt so. Langsam nach rechts drehen. Und langsam zurück. Eine Übung für Unterleib, Abs und Rücken. War tatsächlich noch nicht ganz der Schaden, den ich mir erhofft habe. Super gut. Ja, die haben wir auch können. Na gut. Wähle eine Übung zum Angreifen. Fliegerhaltung 2. Langsam drehen. Genau, etwas weiter drehen, als würdest du dein Schlüsselbein seitlich öffnen. Gut, Seitenwechsel, Beine wechseln. Langsam drehen. Stehen und die Position halten. Und langsam zurück. Wahnsinn! Kann ich die auch mal zurück an? Oder? Ah, doch. Okay. Was Schlimmes. Ich spüre es. Ja. Wir brauchen eine starke Abwehr. Doch.
Weich aufeinander, okay. Schön kontrolliert nach unten. Fest den Ringkorn drücken. Beine gewonnen. Ich glaube, ich übertreibe gerade ein bisschen. Nice! Weiter, wähle eine Übung. So. Meinst du, solange die mich nicht anreißen, ist es sowieso ziemlich egal, was ich mache, oder? Hüftschwung. Hüftschwung. Uno, los, uno, los, uno, los, uno, hey, uno, los, uno, los. Arbeite mit deiner Hüftmuskulatur. Los, uno, los. Hälfte geschafft. Okay. Ach, war schon schade. Wasser trinken nicht vergessen. So. Hätte ich fast gedacht, machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da haben wir uns erstmal ein paar Items rein. Dann haben wir uns auch noch einen Buff rein. Und dann haben wir den wieder rein. Langsam nach links drehen. Diese Übung ist was für Profis. Langsam zurück. Gut, Seitenwechsel, Beine wechseln. Langsam nach rechts drehen. Und langsam zurück. Schön weiteratmen. Leicht in die Knie und spannen. Wow. Ja. Nicht überanstrengend. Mach ruhig. Die habe ich gehört. War easy. Fliegerhaltung 2. Ich meine, gut. Typischerweise sind die grünen Übungen auch bewusst nicht so schwer. So. Langsam drehen. Außer das sind jetzt ziemlich komplizierte Haltung. Voraussetzen. Und langsam zurück. Schluss auf ein Und. Ach, das war mal ein Kampf. Und nun die Abschlusspose. Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte. Soweit es bequem ist, in die Hocke. Und streck ab! Los! Gut, gut, gut. Ja. Oh.
Gut. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja. Ha. Gut. Ich denke mal, was die Übungspalette angeht, ist ziemlich gut ausgeglichen. Die Sachen, die ich drin haben muss, habe ich drin. Ja gut, vielleicht nehme ich hier lieber eine Schenkelpresse statt einen Bogenzug, weil die einfach deutlich stärker ist. Ja, und dann können wir loslegen. Oh, ich habe so stark in den Ringkorb geschlagen, dass er ausgefallen ist. Auch schön. Oh, mein Kiste. Vorsicht! Oh, okay. Muss ich auch noch ein Timing durch, oder was? Ich kann die Wand auf. War nicht wirklich drinbar. Moment, ich bin viele Sessions nicht mehr wirklich gejumpt im Wand. Ja, ohne die Marke, genau. Oh nein. Oh nein. Geh in die Knie und richte dich dann wieder auf. Oh, noch nicht so wie beim letzten Mal, als wir den Endboss hatten. Da habe ich die Spots doch so vernichtet. Okay. Okay. Ohne Quatschen und Pause. Ohne durchgezogen. Ich hatte die. Ich meine, vielleicht würde es für dich schon soweit sein, Alex. Nämlich die Geschwindigkeit zu holen, zu erhöhen, sondern dir vielleicht so eine Art Gewichte anzuschaffen, die du da an den Fußgelenken oder den Armen oder so anbringst, um es dir schwieriger zu machen, weil das eigene Körpergewicht scheint ja da einfach nicht mehr zu reichen, so wie ich dich verstehe. So eine Art Bodybuilding, ja genau. Das ist gar nicht wahr. Warte nur. Wir retten die vier Meister. Versprochen. Draco, du bist noch immer mein Freund. Auch wenn dir das egal ist. Wir retten dich. Ob du nun willst oder nicht. Schmerzhaft werden. Kümmere dich lieber als erstes um die Hantelgegner. Schön, dass mir das Spiel jetzt sagt, jetzt zuerst. Wähle eine Übung zum Angreifen. Oh, ja gut, ich muss ja, ne? Sumo Squats. Ich hab keinen Buff eingenommen. Egal. Und los.
wollten wir beide atmen. Super! Gut so! Genau! Superklasse! Elegant! Okay! Super! Toll! Superklasse! Spitze! Ganz toll! Weiter so. Schön. Gut. Und jetzt schneller. Okay. Sehr gut. Gut. Noch fünf. Weiter so. Okay. Noch drei. Noch einmal! Gut so! Wahnsinn! Äpfel fair! Okay. Den Bauch stärker als die Arme. Okay, wähle eine Übung. Wasser trinken nicht vergessen. Gut. Und die Überkopf voll. Und ein bisschen. Mit der Fahne kein Multi. Habe ich denn Multi jetzt noch? Ja, den. Dann nehmen wir noch den. Wiederhaltung 2. Langsam drehen. Und langsam zurück. Vorderes Knie nicht nach innen. Gut. Seitenwechsel. Beine wechseln. Langsam drehen. Und langsam zurück. Brust beim Drehen der Unterarme öffnen. Perfekt. Gut. Bitte sucht Stress. Durchhalten, das schaffst du. So.
Ja, das muss ich gerade wieder machen. Feige. Und los geht's. Bei dieser Übung gleich beugen. Jawohl. Super toll. Okay. Was? Wunderbar. Oder so. Perfekt. Ich glaube schon. Okay. Du bist spitze! Wunderbar! Fantastisch! Du! Spitze! Genau! Spitzenklasse! Super! Okay! Fantastisch! Superklasse! Spitzenklasse! Okay! Gib Vollgas! Schön! Genau! Jawohl! Noch fünf! Weiter! Okay. Noch drei! Superklasse! Schön! Noch einmal! Okay! Tadellos! Beim Ausatmen Spannung im Bauch! Gib alles! Seitliche Winkelhaltung! Langsam nach links drehen. Spürst du die Muskeln, die du nutzt? Gut, Seitenwechsel, Beine wechseln. Langsam nach rechts drehen. Nicht so schnell. Langsam nach rechts drehen. Und langsam zurück. Dreh dich an, du schaffst es. Es geht noch weiter. Deine Herzen, sei vorsichtig. Okay. Ich bin ja. Ich habe 90 irgendwo noch statt mehr. Aber vorher noch Heilung. Heilung. Und mehr Heilung. So. Sehr schön, sehr, sehr schön. Armdrehung! Die Arme drehen! Uno, los, uno, okay! Uno, los, uno, los, uno, los, uno! Das Richtige für die Oberarm! Los, uno, los, uno! Elf, geschafft! Noch 20! Uno, los, uno, okay! Uno, los, uno, noch 10! Weiter drücken. Okay, nächste Übung. Brauche ich noch einen Waffen? Nur noch den, ja. Ja. Fächelpresse. Das geht um die Beine.
einfach nicht ganz. So. Jawohl! Perfekt! Spitze! Toll! Gut so! Prima! 119 hier einmal hin. Das ist ja schon eine gewisse Anstrengung. Ganz toll! Du bist spitze! Schön! Super toll! Das kann jetzt nicht auch sein. Okay. Toll! Und Turbo! Du! Spitze! Toll! Noch 5! Super! Okay! Noch 3! Wunderbar! Prima! Toll! Toll gemacht! Steh wieder auf, aber keine Eile, ja? Hast du? Du, ich bin dafür offen. Wenn du Bock hast, komm vorbei. War nicht gerade heute. Aber ich sehe erstmal nichts, was dagegen spricht. Deine Herzen, sei vorsichtig. Wenn du das zweite Mal geimpft bist, ja gut. Ja, gut. Ich sag mal, wenn du auf deiner Seite sicher sein willst, klar. Aber auf mich müsstest du noch warten. Ich habe nämlich noch nicht mal ein Angebot bis jetzt. Nochmal warten oder? Zilla ist kein Grund für zu warten. Heran. Weg, heran. Heran, weit weg, hä? Ah. Langsam nach links drehen. Achte gut auf deine Form. Ja, vielleicht rufe ich dann den nächsten Mal an. Langsam nach rechts drehen. Mein Ausgang, also ich sag mal da, wo mein Hausarzt ist. Langsam zurück. Schön weiteratmen. Da, wo mein Hausarzt ist, würde es mich eher wundern. Wenn die noch besonders viel leiden. Aber ich meine, fragen kann man ja mal. Der Knaller! Schön, schön, schön! Runter in die Hocke. Und hoch! Den rechten Daumen bitte wie gezeigt auf die IR-Kamera legen. Die Messung läuft. Bitte nicht bewegen. Behaupte mal, das ist jetzt noch nicht besonders hoch. Weil ich ja... What? Okay. Also ich muss sagen, ich fühle mich bis jetzt nicht annähernd so. Aber gut. Aber gut. Wow, es gibt viel Heilung. Aber eigentlich habe ich ja genug Items. Nö. Also sollten die Heil-Items mal wirklich knapp werden, ist das vielleicht ganz nett. Aber...
Gut, weiter geht's. Nächstes Kapitel. Ein Referent, okay. Vorbei. Ich glaube, jetzt kommt auch viel Jogging für mich, Alex. Ah, das ist, ich glaube, das ist das erste Level, was nach links geht. Kann das sein? Aber gut. Beim Spiel Squatspringer, ja, das ist auch ordentlich anstrengend. So, mal gucken. Neue Items. Mehr Angriff. Mehr Angriff. Boah, dann gefällt mir der Buff besser. Ups hier. Schön. So, wahrscheinlich gibt es da auch noch ein paar neue Hosen zu, ne? Also, die sind natürlich bei Hosen, ne? Gibt ja Sinn. So, die gäbe es theoretisch dazu, da habe ich aber noch nicht. Weder genug Perlen. Ja, doch, genug Perlen schon, aber nicht genug Geld. Okay. Und Schuhe brauche ich auch noch Geld. Schau an, die kann ich mir leisten. Dann nehme ich mir die doch. Sehr schön. Habe ich jetzt so genug Perlen? Ja. Gut, Items. Ich hab nichts an Geld. Verdammt. Jetzt hier. Joghurt. Und der Pflaume. Okay. Aber da ich mir sowieso nicht besonders viel leisten kann davon und auch nicht. Ich hab noch gar keine. Gar keine. Genügend gehabt. Bringt mir dann immer noch nichts. Nicht überhaupt. Was ist das? Ende der Steine, die haben wir sammelt. Nein, achso, okay. Dubid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 
so, okay. Ah, ist okay. Ich hätte jetzt gedacht, so C. Auf und ab. What? 155. Nice. Das war nötig. Ja, natürlich, bitte. Um Himmels Willen, unbedingt. Also rein objektiv müsste ich ja die Schenkelpresse raushauen dafür, ne? Ach komm. Ich will mich auch ein bisschen anstrengen. Nur ein bisschen. Po-Set. Okay. Hintermitte, ja, Alex. Also wirklich. Ah, aber davor muss ich mehr. Gut. Ein Schluck.
weiter. Und los geht's. Die Zehenspitzen zeigen nach außen. Ganz toll. Müssen wir nur alle langsam sein. Klasse. Oh. Puh. Genau. Elegant. Okay. Gut so. Super toll! Gut! Du bist spitze! Okay! Spitzenklasse! Genau! Super! Jawohl! Doch können! Die neue Übung, die ich jetzt habe. Bin gespannt. Schwungvolle Bewegungen. Uno, das, uno, das, uno, uno, das. Uno, das, uno, das, uno, uno, das. Uno, das, uno, das. Das, uno, das, uno, das, uno, uno, das. Hälfte geschafft. Uno, das, uno, uno, das. Uno, das, uno, das, uno, uno, das. Uno, das, uno, das, uno, uno, das. Uno, noch 10. Uno, uno, das. Uno, das, uno, das, uno, uno, das. Noch 5. Uno, das, uno, uno, das. Uno, das, uno. Sehr gut. Weiter so. Schulhaltung. Ich glaube, das war gerade eine Übung für dich, ne? Du sagtest ja, dieses Explosive liegt dir eher. Okay. Langsam beugen. Und langsam zurück. Trainiere deinen Unterkörper. Boah, das habe ich jetzt mitgenommen. Alter Schalter. Boah, 98 kann man anbieten als Schild. Sehr nice. Ich glaube, da steckt noch mal ein Spiel hinter, wenn ich das richtig sehe. Ne? Nee, dann das lassen wir vor heute erstmal. Machen wir jetzt ein bisschen cooler.
Dann machen wir kurz Pipi-Pause. Und dann gleiche ich noch eine kleine Rechnung vom letzten Mal. Das statische Stretching beginnt. Den Ringhorn brauchst du nicht. Höre stets auf deinen Körper und dehne dich nur so weit du kannst. Stehe mit geschlossenen Beinen und entspanne dich. Beuge dich vor und dehne den unteren Rücken und die Beine. Ich komm. Wir bleiben etwas in dieser Position. Also muss. Okay. Die Knie leicht beugen und langsam wieder aufrichten. Stehe breiter, hebe die Arme und fasse das linke Handgelenk. Ziehe leicht an dem Gelenk und beuge dich nach rechts, um die Seite zu dehnen. Nun zurück, die Hand wechseln und zur anderen Seite beugen. Nicht nach vorn oder hinten beugen, sondern nur zur Seite. Und langsam zurück. Stütze deine Hände auf den Hüften ab. Neige den Oberkörper zurück, aber nur so weit, wie es sich gut anfühlt. Nicht zu weit, die Dehnung muss angenehm bleiben. Langsam zurück. Stelle das rechte Bein vor und stütze die Hände auf die Hüften. Beuge das rechte Knie und dehne die Wade des linken Beins. Nun das andere Bein. Dehne dich kontrolliert, ohne zu federn. Langsam zurück. Winkle das linke Bein an und halte den Fußknöchel hinter dir. Ziehe das Knie nach hinten, um den Oberschenkel zu dehnen. Und nun die andere Seite. Greifst du die Fußspitze, werden auch die Schienbeinmuskeln gedehnt. Langsam zurück. Das Stretching ist zu Ende. Gut gemacht. Gut. Okay. Wunderbar. Schön, schön, schön. So, wie gesagt, kurz Pinkelpause. Und dann das.
So. Gut. So. Weil das letzte Mal wurde ich ja geschlagen von diesem Lied. Deswegen gibt es jetzt Runde Nummer 2. So, Experte. Bitte. Und. Ein Fehler, den ich das jetzt mal gemacht habe. Ja, ich weiß. So, Freunde, ich hätte gesagt, und das setze ich wieder zu übertreiben wie das letzte Mal,
Hätte ich gesagt, machen wir Feierabend, Freunde. Jetzt hat man. Ja, durchaus. Kann man so sagen. Ich werde jetzt erstmal ein Fenster aufmachen. Und dann werde ich mich verabschieden für heute. Ja, das wird wahrscheinlich kommen. Sonntag werde ich dann wieder die 500 machen. Und dann wird es wahrscheinlich am Dienstag weitergehen. Wahrscheinlich gibt es dann an dem Tag ausschließlich den Fit. Weil ich habe gemerkt, da kann ich nur ein Spiel am Tag machen. Und weil es sonst von der Zeit zu knapp wird. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Für den Fall, dass er noch da sein sollte, gratuliere ich nochmal Murat, wo er sein Turnier sieht. Wann ich Dienstag streame, sage ich noch an, kann ich bis jetzt nicht sagen. Aber ich hätte fast gesagt, rechne mal so mit 7:30. Donnerstag ist Feiertag, stimmt. Dann machen wir was aus, Alex. Dann machen wir was aus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Dusche ruft nach mir, Freunde. Ich mache jetzt den Stream aus. Dann geht nicht duschen. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Wir sehen uns.